Hallöchen. Wir sind heute bei Folge Nummer 11 von diesem gescheiten Let's Play. Folge Nummer 11 wird sich darum drehen, dass wir uns dieses Teil mal erkunden. Weil, wie wir in Folge 10 gesehen haben, ist das ja kein Gebäude. Ist ja eine Waffe. Ich habe auch keine Ahnung, was das ist. Das sieht mir nach einem Alien-Raumschiff aus, okay? Noch kann ich hier nichts scannen. Datei haben wir heruntergeladen, okay. Da unten ist was, was ich wahrscheinlich scannen kann. Wir werden hier nicht runterhüpfen, weil ich glaube, wir brauchen unsere Leben noch. Das Ding ist, ich renne auch in so eine Alien-Monsterhöhle, bewaffnet mit einem Messer. Also mutig bin ich ja, ne? Muss man einfach mal sagen. Mut kann er. Mut hat er. Das ist das nächste Logo. Da ist noch so ein Teil. Okay. Your best probability of integrating with this facility is achieved Oh shit. by accessing the storeroom in the lower section. Bin gerade ein bisschen erschrocken. Das ist so eine Art Fahrstuhl oder was? Geil. Auf modern gemacht, der Fahrstuhl. Hier kann ich mit Fahrzeugen reinfahren. Schön großes Wasserbecken. Aber Props an die Programmierer, das sieht richtig geil aus. Finde ich. Das ist eine Waffe. Ist noch so ein Ding. Ich trampel hier so einfach lang, ne? Da unten war ich schon, ne? Ja. Was ist das für ein Teil? Scannen kann ich es leider nicht. Hier ist nichts. Okay. Gehen wir jetzt mal hier in den Raum, ne? Vielleicht bringt da die Haupthandlung ein bisschen voran. Hier ist nichts zum Scannen. Auch nur eine Guckplattform.
Terra? Komm, drück drauf. Okay, fuck. Ey! Die Übersetzung lautet: Warnung, infizierte Personen können die Waffen nicht deaktivieren. Dieser Planeten steht unter Quarantäne. Ah. Toll. Bin ich jetzt in Real Life und im Spiel in der Pandemie oder was? Was ist denn bitte? Wie viel Pech kann man denn bitte haben? Jetzt mal im Ernst. Flüssigkeitsaufnahme erforderlich. Ja. Dann passiert euch eine Schmiede nochmal. Dicker. Haben nichts zu trinken mitgenommen. Ist schon leer. Ach, ich kann mich selber auch scannen. Bakterielle Infektion. Hier weitere Daten zur Infizierung der Bakterien erforderlich. Was? Infiziert. Nettes Gespräch. Aber wo muss ich jetzt hin? Lol. Das war eigentlich nicht ihr Plan, Scheiße. Ach, ich muss echt nochmal hochrennen, weil ich das vergessen habe, Teil zu scannen. Ernsthaft? Okay. So ein Mist aber auch. Weltenvernichter, okay. Ich habe einen Weltenvernichter gescannt. Ich sage, nehmen wir dann mal den Fahrstuhl über. Der aber auch machen könnten. Ah, ich bin jetzt 100 Meter unterhalb der Wasseroberfläche. Nee, nee, nee. Das Viech habe ich ja gar keinen Bock. Ah, die Animationen sind schon geil, muss man mal sagen. Nette Nummer. Hier kann ich immer noch nichts machen. Müssen wir jetzt zurück zur Base.
Okay, also das Spiel besteht darin, dass wir infiziert sind. Man konnte nicht festgestellt, ob ihr Zweck oder funktionell ist. Okay. Kann man die scannen? Ich kann mich selbst wieder scannen. Immer noch infiziert. Scannen können wir den ganzen Bums hier nicht. Aber gut, das Raumschiff von meinem Dude wurde abgeschossen. Was schon mal nicht sehr geil war. Brauchen wir denn dringend was betrinken? Prozent haben wir nur noch. Sollte aber tatsächlich reichen, um uns noch eben nach Hause zu bringen. Wenn uns dieses komische Hexenschwebe-Fliegeteil nicht tötet. Das sieht eigentlich gut aus. Dann brauchen wir gleich Wasser. Ganz wichtig. Weil da geht uns so langsam so ein bisschen die Pumpe aus, ne? Dann ist es aber auch schon vorbei mit der Folge, weil die Erkundung des Gebäudes war ja dann schon. War ja dann schon quasi erfolgreich. Und danach würden wir, ich würde sagen, in der nächsten Folge machen wir uns dran, unser. Ja, ich weiß. Machen wir uns dran, dass wir unsere Base weiter ausbauen. Weg spontan behaupten, dass das eine gute Idee wäre. Eine Flüssigkeit, den haben wir noch. Ja, beruhig dich mal. So, haben wir noch was zu essen hier drin? Natürlich nicht. Ja, perfekt. Damit würde ich spontan auch wieder behaupten. Das war's mit der Folge, die Erkundung. War eine sehr schöne Folge tatsächlich. Hat mir Spaß gemacht. Bin auch schon gespannt, was in den nächsten beiden kleinen Kästchen da unten noch ist. Dafür müssen wir aber erstmal wieder unser Lebens- und Nahrungssachen ein bisschen mehr auf die Kette kriegen. Und wir brauchen mal gescheite Werkzeuge und Waffen. Das wäre tatsächlich so ein Punkt, der ganz geil wäre. Weil wir fliegen, also. Ich gehe ja auch nicht mit einem Messer zu einer Schießerei. Das bringt ja nicht viel, ne? So. Wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, euch hat es gefallen. Lasst mich doch mal in den Kommentaren wissen. Und ich freue mich schon auf die nächsten Folgen mit euch, ne? Bis dahin, Cheerio. Haut da rein.